Hallo und willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich weitermachen mit Holzspalten, damit der Holzplatz leer wird. Ja, damit ich dann das Holz, was ich in die Gitterboxen staple, momentan steht das noch da drüben, das möchte ich ja dann hier vor die aufgestapelten Reihen davor stellen. Wie ich ja schon mal gesagt hatte, ich möchte nicht mehr so lose stapeln, sondern direkt in die Gitterboxen rein. Macht es dann halt einfach unendlich einfacher, wenn ich es auf den Anhänger wieder machen muss. Ja, Gitterbox auskippen ist viel leichter als alles mit der Hand auf dem Anhänger draufwerfen. Ja, bevor ich damit anfange, möchte ich noch eine Sache zu meinen Gitterboxen sagen. Ich hatte ja im letzten Video als ich die Gitterboxen geholt habe, hatte ich ja gesagt, die zweite Ladung ist im Prinzip totaler Müll. Ja, diese Aussage möchte ich ein bisschen revidieren. Ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen hochgestapelt, ja, vier übereinander. Und die Gitterboxen mit diesem engmaschigen Gitter sind die von der zweiten Ladung. Ja, das waren ja 12 Stück. Und ich muss jetzt da, deshalb sagen, ich muss das ein bisschen revidieren, weil 7 von den 12 Stück waren soweit in Ordnung. Ja, das sind die, die ich hier auch übereinander gestapelt habe. Die sind soweit stapelbar. Klar, sie haben im Gitter ein paar leichte Verformungen, aber das ist kein Mangel, den ich jetzt irgendwo als unbrauchbar ansehen würde. Sie lassen sich super stapeln, sie greifen oben ineinander. Von daher ist da alles okay. Ja, also geht es im Prinzip um 5 Gitterboxen, die nicht okay waren. So, und da war es so, hier die eine, hier war dieser untere Metallrahmen, ja, dieses Metallrohr war zur Hälfte abgerissen. Das habe ich vorhin schon wieder geschweißt, habe es hier wieder zusammengeschweißt, ja, hier zusammengeschweißt und habe mir die ganzen verbogenen Füße wieder hingekloppt mit dem Hammer und mit der Zange, mit dem Brecheisen, alles wieder schön hingeformt. Und habe das wieder alles ordentlich zusammengeschweißt. Somit ist Nummer 8 jetzt auch wieder einsetzbar. Ja, fehlen noch Nummer 9 bis 12. Das sind die vier hier, also die eine und die drei, die hier hinten stehen. Davon hat ja eine überhaupt keinen Boden. Ja, da werde ich einfach, wie gesagt, eine Europalette nehmen, werde die ein bisschen verbreitern, so dass ich da einen kompletten Rahmen draus kriege. Hier bei dieser fehlt auch dieses Metallrohr unten drunter. Jetzt könnte ich natürlich Metallrohr bestellen bei eBay. Kostet mich das irgendwo um die 15 Euro mit Versand. Ja, dann bräuchte ich natürlich noch irgendein Rohrbiegegerät, um das dann ordentlich auf die Größe biegen zu können. Das kostet mich nochmal 40 Euro. Also weiß ich nicht, ob ich es brauche jetzt, ob ich jetzt die 50 oder 60 Euro ausgebe oder ob ich hier auch einfach einmal so einen Holzrahmen drunter schraube und dann ein Konterholz in die andere Richtung. Im Prinzip, dass ich mir eine Holzpalette selber baue dafür. Ja, weil die Füße sind ja da, die habe ich auch so weit wieder hingekloppt, die sind okay. Aber es fehlt halt noch was als Kippschutz, wenn ich sie auf der Gabel habe. Und da denke ich, bei dieser Palette werde ich da Holz nehmen. Die dritte Palette. Die dritte Gitterbox hat schon eine Palette drunter, ist eine Holzpalette, allerdings ist die 1,20 m x 1,20 m und die Gitterboxen sind ja 1 Meter mal 1,20 m, das heißt, sie guckt zu der Meterseite rechts und links 10 cm drüber. Ist ein bisschen unvorteilhaft, weil sie sich so schlecht stapeln lässt. Allgemein ist die Palette nicht dafür gedacht, um sie zu stapeln, das heißt, da werde ich nochmal die Palette bearbeiten. Ja, und bei der vierten Gitterbox, da sind auch die Füße, hier die Metallfüße halb abgerissen. Ich denke mal, da werde ich auch einfach eine Europalette bearbeiten und runterschrauben. Ist in dem Fall der einfachste Weg. Und dann sind die im Prinzip auch alle wieder einsetzbar. Also wirklich nichts, was man nicht beheben könnte. Ja, das soll es nochmal dazu gewesen sein. Jetzt würde ich sagen, ich baue einen Holzspalter auf und spalte noch eine Runde. 2 Stunden habe ich ungefähr Zeit. Los geht's. We'll be right back.
Spalten bin ich für heute fertig. Hat wieder für mich sehr gut geklappt, ja. Hab wieder jetzt insgesamt zwei IBCs voll, zwei Gitterboxen. Diese beiden werde ich jetzt noch mit dem Bagger wegräumen, damit ich dann wahrscheinlich morgen, wenn das Wetter passt, die nächsten beiden anfangen kann. Ja. Dazu nehme ich jetzt hier für die obere Box, ja, das ist die mit der Holzpalette. Die andere hat eine Stahlpalette, die kommt bei mir immer unten runter. Nein, die hat sogar eine Kunststoffpalette, also die stehen immer unten bei mir, weil die auf dem Boden ja nicht verrotten. Und die Holzpaletten, die kommen eigentlich immer oben drauf als zweite Lage. Und deshalb kommt auf diese Palette jetzt ein von mir vorbereiteter Deckel. Ja. Und wenn der drauf ist, dann werde ich die Gitterboxen mit dem Bagger an ihre vorläufige Position bringen. Die Deckel, ich hatte es ja schon mal gezeigt damals, die mache ich immer hier mit so blauen Kunststoffstrick fest. Den, ja, den habe ich im Prinzip vom Vorbesitzer übernommen. Also der lag hier im Schuppen, als ich das Haus gekauft habe. Und ich habe keine andere Verwendung dafür. Ich habe davon auch noch, also das ist nur ein Reststück. Keine Ahnung, für was er das hatte. Ich habe davon noch so eine richtig große 5 oder 10 Kilo Rolle. Ja, und ich brauche das für nichts anderes, also nehme ich das immer hier, um die Deckel zu befestigen. Wie gesagt, das mache ich jetzt und dann machen wir noch was anderes, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Der Deckel ist drauf, der Deckel ist fest. Ich denke, da wird auch bei Wind nichts passieren. Also bis jetzt ist noch keiner weggeflogen. War schon ein paar Mal Sturm, seitdem ich die Methode verwende. Jetzt geht es noch um die Beschriftung der IBC-Boxen, ja, der Gitterboxen. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, wie ist denn wohl der beste Weg, seine Boxen zu beschriften? Ja, vielleicht, was ist es für Holz und wann gestapelt, damit man weiß, wann es trocken sein könnte. Ja? Und deshalb möchte ich gerne von euch wissen, was denkt ihr denn? Was ist die beste Methode, diese Boxen zu beschriften? Ja? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ja? Ich habe mir jetzt für mich erstmal eine Lösung überlegt. Und zwar, ich bin ja lange Zeit auf Festivals rumgereist, meist zum Arbeiten, weniger zum Feiern. Und da gibt es ja immer diese schönen Festivalbändchen. Ja? Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen, wer schon mal auf dem Festival war. Und vielleicht gibt es ja unter euch auch so ein paar Verrückte, die diese Teile dann noch wochenlang drum lassen. Ja, und wer das gemacht hat, der weiß, die kann man wirklich Wochen, Monate lang drum lassen um das Handgelenk. Ja, die haben hier so ein Klebeband und damit kann man duschen monatelang. Und die Dinger, das ist eigentlich nur Papier, aber es ist wahrscheinlich so gewachstes Papier. Die gehen nicht kaputt. Und deshalb habe ich mir überlegt, das könnte ja eine Methode sein, um seine Boxen zu beschriften. Und deshalb habe ich jetzt das so gemacht. Ich habe hier mit Edding drauf geschrieben, ja, Baumart, klar, Pappe gestapelt oder ja doch gestapelt in die Boxen 09/2023, also September. Und die mache ich jetzt immer an die Boxen dran und schaue, wie lange das hält. Also ich hoffe natürlich, das hält ein halbes, dreiviertel Jahr länger. Stehen die Boxen bei mir ja nicht, dann geht es ja in den Verkauf. Ich habe auch jetzt übrigens noch Holz zu verkaufen. Also wenn ihr Holz braucht, ja, wir gehen jetzt so langsam auf den Winter zu, ja, in 3 Monaten. Ja, in 3 Monaten ist Weihnachten. Da wird es ein bisschen frischer. Wenn jemand Holz braucht, Preis ist gut, könnt ihr kaufen. Wie gesagt, ich mache jetzt die Teile hier dran an die beiden Boxen. Danach hole ich einen Bagger. Und dann stapeln wir die Dinger noch hin und dann ist Feierabend für heute. Los geht's. Die kommen bei mir auch immer an die gleiche Stelle und zwar
kommen die an die Seite, wo beim IBC unten der ursprüngliche Auslasshahn war. Und an diese Seite kommt es an die zweite Strebe von oben, hier an die Ecke. So weiß ich immer, wenn ich suche, wo ich suchen muss. Ja, also wenn ich das natürlich bei jeder Box irgendwie anders machen würde, wird es das natürlich auch wieder nicht finden. Deshalb immer an die gleiche Stelle oder ungefähr an die gleiche Stelle. So findet man es dann bei Bedarf auch wieder. So, das wird einfach nur so als Ring hier drum gemacht und dann sollte das halten. So, das hat auch wieder sehr gut geklappt. Ja, die Gitterboxen sind wieder schön gestapelt. Das haut doch hin. Ja, das Einzige, was halt ist, durch das Raupenfahrwerk vom Bagger fahre ich mal halt immer die Grasnarbe kaputt. Aber könnte auch daran liegen, dass es gar keine richtige Grasnarbe ist. Ja, hier wächst mehr Unkraut. Aber egal, irgendwann muss mal ein Radlader her. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Kosten ja eine ganze Menge die Teile. So. Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, nicht vergessen, die Kommentare zu hämmern, wie ihr euer Brennholz beschriftet, ja, oder eure Brennholzboxen, damit ihr wisst, wann gespaltet, wann kann ich es nutzen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin sage ich wie immer, bleibt fleißig und gesund und ciao.